Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es wieder mal um einen Cold Case. Und zwar aus dem Jahr 1986. Opfer war Christine Piller. Zugetragen hat sich der Fall am 23. Januar 1986 und dargestellt wurde dieser Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 7. November 1986. Christine Piller war 19 Jahre alt und Verkäuferin in einem Textilgeschäft und wohnte in dem kleinen Ort Agnasterhausen im Kreis Mosbach. Dies ist ein Ort mit knapp 5000 Einwohnern laut der Statistik vom 31. Dezember 2008. Am Mittwoch, dem 22. Januar 1986, besucht sie ihren Freund Rainer, der auch in Agnasterhausen wohnt. Er hat sich an diesem Tag zwei Weisheitszähne ziehen lassen. Die beiden sind seit 2 Jahren eng befreundet, laut Aktenzeichen Y. Das heißt dann also, dass sie ein Paar sind. Für den Frühjahr diesen Jahres haben die beiden auch geplant, sich dann in aller Stille zu verloben. An diesem Abend hat Christine dem kleinen Bruder von ihrem Freund dann noch versprochen, ihn mitzunehmen, wenn er am nächsten Tag am Nachmittag die Schule aus hat. Und dies hat Christine wohl schon des Öfteren gemacht. Am nächsten Morgen, dem Donnerstag, den 23. Januar 1986, verlassen Christine und ihre Mutter kurz vor 8 Uhr das Haus. Die Mutter will im Dorf eine kleine Besorgung machen. Deswegen hat sie ihre Tochter gebeten, dass diese sie ein Stück auf dem Weg zu ihrer Arbeit mitnimmt. Es deutet nichts darauf hin, dass Christine für diesen Tag besondere Pläne hatte. Trotzdem kommt es dann schon wenige Minuten, nachdem die Mutter ausgestiegen ist, zu einer wichtigen Beobachtung. Christines Tante, die ebenfalls auf dem Weg zur Arbeit ist, begegnet Christine. Diese kam ihr auf der Straße entgegen. Und die Tante konnte sehen, dass noch jemand im Wagen von Christine saß, also auf dem Beifahrersitz. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte die Tante dann nicht sagen. Also soll es dann tatsächlich so gewesen sein, Christine hat ihre Mutter mitgenommen, sie rausgelassen und kurze Zeit später muss sie dann wohl eine andere Person aufgenommen haben, die die Tante dann gesehen hat. Christine arbeitete seit ca. 3 Monaten in dem Modehaus Sessler in Mosbach. Dieses Geschäft gibt es übrigens heute immer noch. Und das Geschäft liegt etwa 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Zum Jahresende war ihre Probezeit abgelaufen und seitdem hat sie einen regulären, unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Kolleginnen und die Geschäftsleitung sind zufrieden mit ihr, da sie anscheinend Freude an ihrem Beruf hat. Thorsten, der kleine Bruder von ihrem Freund, kommt dann wie verabredet zu der Bushaltestelle in Neckar-Elz, damit Christine ihn mitnimmt. Nach Schulschluss hat er zunächst noch seine Großmutter besucht, die in der Gegend wohnt. Und kurz nach 18 Uhr wartet er dann an dem vereinbarten Treffpunkt. Zur gleichen Zeit ist dann auch Feierabend beim Modehaus Sessler. Christine hat ihren Wagen am Rande der Innenstadt auf einem Parkplatz abgestellt. Zusammen mit einer Kollegin geht sie dann von dem Modehaus Sessler zu diesem Parkplatz. Auf dem Weg dorthin erzählt sie der Kollegin auch, dass sie über Neckar-Elz fahren muss, um den Bruder von ihrem Freund abzuholen. Diesen Parkplatz am Rande der Innenstadt kennen fast nur die Einheimischen und ein Fremder verirrt sich kaum zu diesem Parkplatz. Und der Parkplatz heißt übrigens Alter Bauhof. Christine und die Kollegin kommen dort gegen 18.10 Uhr an. Die Kollegin steigt noch nicht in ihr Auto, denn sie wartet noch auf eine Freundin, die bei ihr mitfahren will. Man vermutet, dass Christine dann den Parkplatz mit ihrem goldfarbenen Ford Fiesta sofort verlassen hat. Die Kollegin glaubt auch, dass Christine am Ausgang des Parkplatzes an ihr vorbeigefahren ist. Dies steht allerdings nicht mit letzter Sicherheit fest. Der kleine Bruder Thorsten wartet dann wenige Autominuten entfernt vergeblich auf seine Abholung von Christine. Kurz nach 19 Uhr nimmt Thorsten dann enttäuscht den Bus nach Agnasterhausen.
Da Christine verschwunden bleibt, ist die Mutter sich sicher, dass ihr etwas zugestoßen ist und geht am nächsten Morgen, Freitag, dem 24. Januar 1986, zur Polizei und erstattet Vermisstenanzeige. Laut der Darstellung bei Aktenzeichen weist die Polizei dann darauf hin, dass Christine bereits 19 Jahre alt ist und nichts passiert sein muss, wenn sie mal einen Abend nicht nach Hause kommt. Die Mutter sagt aber, dass sie auf jeden Fall Bescheid gesagt hätte, wenn sie sich verspäten sollte oder falls sie woanders übernachten sollte. Die Mutter erklärt dann auch der Polizei, dass Christine nicht der Arbeit fernbleiben würde, was sie an diesem Tag getan hat, ohne dort Bescheid zu sagen. Dazu wäre sie zu gewissenhaft. Am nächsten Tag, Samstag, der 25. Januar 1986, wird dann der Ford Fiesta von Christine gefunden, und zwar im Keltenweg in Neckarelz, nur wenige hundert Meter von der Bushaltestelle entfernt, an der sie Thorsten abholen wollte. Zeugen sagen später aus, dass der Wagen dort bereits seit Donnerstagabend steht. Die Fahrzeugschlüssel sind verschwunden. Aus dem Wagen fehlen zwei Plüschtiere und eine Tragetasche mit dem Label des Modehauses, welche sie dabei hatte. Ihre Handtasche mit Geld und Papieren und eine Einkaufstasche liegen auf dem Rücksitz des Wagens. Dass Christine etwas zugestoßen ist, erhärtet sich, als die Kripo den Mantel von Christine im Kofferraum findet. Und knapp eine Woche später wird dann dieser Verdacht fast zur Gewissheit. Passanten entdecken an einem Straßenrand in Moosbach Christines schwarzen Rock. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch die Polizei und die Bevölkerung dauert es dann noch bis zum 22. März 1986, bis zwei Männer, die nach einem Liegeplatz von einigen Festmetern Holz suchen, welches sie bei einer Auktion ersteigert haben, in Gundelsheim am Neckar, nicht weit von Moosbach und Neckarelz entfernt, in einem Waldstück mit dem Namen Eichwald, die Leiche von Christine Spiller finden. Die Untersuchung der Rechtsmedizin hat ergeben, dass Christine erstochen wurde. Und zwar noch am Abend ihres Verschwindens. Christine Piller war 1,70 Meter groß, schlank und hatte lange dunkelbraune Haare. Untersuchungen haben ergeben, dass der goldfarbene Fiesta auch noch im Eichwald gewesen ist, also dort, wo sie gefunden wurde, bevor er dann in Neckarelz abgestellt wurde. Dies konnte dadurch ermittelt werden, da an den Reifen Walderde und Fichtennadeln hafteten. Es sind verschiedene Dinge aus ihrem Besitz verschwunden. Unter anderem ein schwarzer Gürtel, ein paar schwarze Stiefeletten, eine rosa eingefärbte Stoffbinde, die sie als Schal getragen hat. Und das markanteste war wohl ein rotes Lederetui mit diversen Schlüsseln und einem Cowboy als Schlüsselanhänger. Dann noch ein Plüschhund, der sah ähnlich aus wie Snoopy. Der war ca. 10 cm groß und war am Innenspiegel befestigt. Und ein hellbrauner Plüschbär im Brustbereich weiß mit Faden zum Aufhängen. Dieser lag auf der Hutablage. Wenn ihr euch einige der Dinge anschauen wollt, also beziehungsweise die Fotos davon, ich habe hier Links hinterlegt und in einem der Links sind dann auch die ganzen Fotos dargestellt. Unter anderem eben auch von diesem Plüschhund, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Snoopy hat. Das sind die Informationen, die durch die Aktenzeichen Y-Sendung in Erfahrung zu bringen waren. Ergänzt um ein paar kleine Informationen aus Zeitungsartikeln zu dem damaligen Zeitpunkt. Nun folgend beziehe ich mich auf ein paar Zeitungsartikel, die ich euch auch alle in der Beschreibung als Link hinterlegt habe. In den ersten zwei Monaten der Ermittlungen wurden 315 Personen vernommen, 186 Spurenakten angelegt und 62 Gegenstände sichergestellt, ohne eine konkrete Spur zu finden. 2015 scheint es dann wieder irgendwie Bewegung in diesem Fall gegeben zu haben, denn es erschienen mehrere Artikel zu dem Fall, die meisten allerdings hinter einer Paywall. In der Stuttgarter Zeitung vom 19. Februar 2015 ist Folgendes zu lesen. Einmal eine weitergehende Information zu diesem Cowboy-Schlüsselanhänger. Und zwar vor ungefähr 30 Jahren waren diese kleinen Cowboys
ein Werbegeschenk der Firma Lewis. Die Ermittler in Heilbronn haben den Fall auch nie zu den Akten gelegt, denn wir wissen ja alle, Mord verjährt nicht. Und all die Jahrzehnte haben sie dann auch versucht, die vielen Puzzleteile, die sie während der Fahndung gesammelt haben, zu einem Bild zusammenzusetzen. Und in den vergangenen Wochen sind sie dabei auf Erkenntnisfetzen gestoßen. Es handele sich noch um recht ungesicherte Informationen, ganz zarte Ermittlungsansätze, wie die Beamte nicht müde werden zu betonen. Eben nur keine zu hohen Erwartungen wecken. Auf jeden Fall suchen sie jetzt wieder Puzzleteile. Die Kommissare werten jede Spur von damals neu aus. Die Spezialisten im Landeskriminalamt unterziehen alle 5 Stücke neuen, hochmodernen Analysen. Und die Ermittler suchen neue Zeugen. Vielleicht lassen sich die Lücken in dem Bild doch noch schließen. Dort ist dann auch zu lesen, dass vereinbart war, dass er den Bruder um 18.15 Uhr abholt. Und laut Aktenzeichen Y hat sie den Parkplatz am alten Bauhof um ca. 18.10 Uhr verlassen. Sie ist ja mit einer Kollegin dorthin gegangen, die die Zeit dann bestätigen konnte. Dann geht man hier noch etwas konkreter auf den Morgen des 24.01.1986 ein. Also der Morgen, an dem die Mutter dann anfing, ihre Tochter zu vermissen. Ihre Mutter ahnt sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Ihre Tochter bleibt nicht über Nacht weg, ohne Bescheid zu geben. Doch als Frau Piller am Morgen des 24. Januar in Christines Zimmer schaut, ist es leer. Die Mutter ruft beim Freund ihrer Tochter an. Dort ist sie nicht. Sie wählt die Nummern von Christines Freundin. Sie ist bei keiner. Auch ihr Chef im Modehaus in Mosbach weiß nicht, wo Christine sein könnte. Früher zur Arbeit ist sie zumindest nicht gekommen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Informationen zu Christine. Das Bild, das sich die Polizisten von Christine Piller machen, hat keinen schwarzen Fleck, nicht mal einen Schatten. Christine ist eine fröhliche und freundliche junge Frau, die ein unauffälliges Leben führt. Nach ihrem Hauptschulabschluss absolvierte sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Im Modehaus Sessler fand sie danach eine unbefristete Stelle. Christine Piller ist Mitglied bei der DLRG in Acklasterhausen. Sie hat einen jüngeren Bruder und wohnt noch zu Hause bei ihren Eltern. Im folgenden Frühjahr will sie sich mit ihrem Freund verloben, mit dem sie damals seit fast 2 Jahren zusammen ist. Das war eine ganz normale und völlig intakte Familie, sagte ein Kriminalhauptkommissar, der zur Sonderkommission hörte, die nach Christine Pillers Verschwinden gegründet wurde. Die Polizisten hörten bei ihren Befragungen kein schlechtes Wort über die junge Frau. Bei ihrer Fahndung stießen sie auf keine unbekannte Seite. Ein Mensch, der so zuverlässig ist und so ordentlich lebt, taucht nicht einfach unter. Das passte überhaupt nicht, sagte der Polizeihauptkommissar, der rasch ahnte, dass die Mutter recht haben würde. Etwas Schlimmes musste passiert sein. Die Kommissare vernehmen jeden, der Christine Piller kennt. Wann haben Sie die Frau zum letzten Mal gesehen? Wo ist das gewesen? Ist Ihnen etwas an ihr aufgefallen? War sie anders als sonst? Christines Tante sagt aus, sie habe ihre Nichte am Morgen des 23. Januar auf dem Weg zur Arbeit gesehen. Ihr Auto sei ihr entgegengekommen. Und auf dem Beifahrersitz, meint die Tante, saß eine ihr nicht bekannte Person. Also in der Aktenzeichen Y-Darstellung war es ja so, dass gesagt wurde, dass sie dort jemanden gesehen hat, der dort saß auf dem Beifahrersitz. Allerdings konnte sie nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und jetzt heißt es in diesem Artikel, dass die Tante meint, dass sie dort jemanden gesehen hat und dass eben diese Person ihr nicht bekannt ist. Also, ich gehe aber mal davon aus, dass die Tante weiterhin dabei geblieben ist, dass sie jemanden auf dem Beifahrersitz gesehen hat. Anscheinend muss sie dann aber etwas Genaueres gesehen haben, denn sie hat diese Person ja nicht erkannt. Das ist jetzt eine etwas andere Formulierung als bei Aktenzeichen Y. Ob man jetzt einfach jemanden dort sieht und nicht weiß, ob das Mann oder Frau ist, oder ob man sagt, ich kenne diese Person nicht. Also dann gehe ich mal davon aus, dass sie
wahrscheinlich das Geschlecht erkannt hat, aber ich gehe auch dann mal davon aus, dass die Polizei dann eben da keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gibt. Aber das ist nur eine Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass hier vielleicht ein bisschen falsch oder anders formuliert wurde. Dann wird noch einmal konkretisiert, dass der Wagen nur 800 Meter von dem Platz, an dem sie Thorsten abholen wollte, abgestellt war. Die Strecke zwischen dem Fundort des Fahrzeugs in Neckarelz und dem Wohnort Acklasterhausen misst ungefähr 15 Kilometer und ist von Wäldern gesäumt. Und wochenlang durchforsteten dann hunderte von Menschen die Umgebung. An der Suche beteiligen sich viele Freiwillige. Acklasterhausen ist eine kleine Gemeinde im Odenwald und in den insgesamt 4 Teilorten leben eben weniger als 5000 Einwohner, die in mehr als 30 Vereinen engagiert sind. Und hier kennt so gut wie jeder jeden. Das Verbrechen an Christine lässt natürlich keinen unberührt. Und trotz der riesigen Hilfsbereitschaft und der ausgesetzten Belohnung von 10.000 Mark bringt die Suche keinen Erfolg. Christine bleibt verschwunden, spurlos. 8 Tage dann, nachdem die Familie Piller ihre Tochter als vermisst gemeldet hat, entdecken Passanten am Straßenrand in der Nähe des Moosbacher Berufsschulzentrums den schwarzen Rock, den Christine am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Aber er bringt die Ermittlung nicht weiter. Doch er erstickt dann die letzten Funken an Hoffnung. Und 7 weitere Wochen später wird aus der unvorstellbaren Vermutung dann eine schier unerträgliche Gewissheit. Am Vormittag des 22. März 1986 suchen 2 Männer in einem Waldstück bei Gundelsheim einen Holzlagerplatz. Sie haben einige Festmeter ersteigert und wollen die Ware abholen. Doch bevor sie ihr Holz finden, entdecken sie die Leiche von Christine. Die Obduktion ergibt, dass sie erstochen wurde. Sehr wahrscheinlich an dem Abend, an dem sie verschwand. Und mehr gibt die Polizei nicht bekannt, da es Täterwissen ist. Im Mai 1986 räumen die 25 Beamten das Gundelsheimer Rathaus, das sie für ihre Ermittlungen in Beschlag nehmen durften. Die Soko Piller wird aufgelöst. Wir mussten erkennen, dass wir nicht weitermachen konnten, so der Polizeihauptkommissar, der heute den Arbeitsbereich Kapitaldelikte im Heilbronner Polizeipräsidium leitet. Dies sei einer der enttäuschendsten Momente dieses Falls gewesen. Und bald liegt er 29 Jahre zurück. Die 29 Jahre eben bezogen auf den Artikel aus dem Jahr 2015. Mittlerweile liegt der Fall fast 37 Jahre zurück. Im Januar diesen Jahres, also 2015, wendet sich die Heilbronner Polizei wieder an die Öffentlichkeit. In einer Pressemitteilung steht, die Kriminalpolizei wird im Rahmen ihrer Ermittlungen nochmals auf die eine oder andere Person zugehen, die bereits nach der Tat vernommen wurde. Gleichzeitig bitten die Ermittler weitere mögliche Zeugen, sich zu melden, wobei jeder noch so unwichtig erscheinende Hinweis vielleicht doch hilfreich sein könnte. Die Polizisten hoffen, dass sie endlich erfahren, wie Christine Pillers Fiesta am 23. Januar nach Neckarelz gekommen ist. Auf welcher Route? Mit welchem Fahrer? Auffallend unklar ist auch, wie Christine Piller ihre Mittagspause an jenem Tag verbrachte. Normalerweise ist sie immer von irgendjemandem irgendwo gesehen worden. Dieses Mal nicht. Und was hat es mit dem Beifahrer auf sich, den die Tante am Morgen des 23. Januar gesehen haben will? Niemand weiß, ob es ihn wirklich gab. Der Polizeihauptkommissar Thomas Nohe sagte, dass es nach dem jüngsten Aufruf in den Medien erstaunlich viele Hinweise gab. Details gibt er wieder nicht preis, denn dies könnte ja den Täter warnen. Am 23. Januar diesen Jahres erschien in verschiedenen Lokalzeitungen im Neckar-Odenwald-Kreis eine Traueranzeige. Neben einem Foto von Christine Piller stand geschrieben: Ermordet. Warum? Von wem? Diese Fragen quälen uns, nicht nur an deinem heutigen Todestag. Wir werden dich nie vergessen. Und dann gibt es noch einen Artikel in stimme.de, da wird nochmal auf diese Pressemitteilung hingewiesen. Und was noch ganz interessant ist, in diesem Artikel kommt dann auch der Inhaber des Modehauses Sessler zu Wort.
Und da sagte er, wir sind abends noch kurz zusammengestanden, also an dem Abend, an dem sie verschwunden ist. Sie hat Kleiderbügel mitgenommen, weil sie ihren Kleiderschrank daheim umräumen wollte, sagte er. Nichts Ungewöhnliches sei ihm aufgefallen. Sie war ganz normal. Es gab keine Anzeichen, dass sie irgendwo hin wollte. So, das sind dann alle vorliegenden Informationen. Und man scheint dann 2015 immer noch nicht weitergekommen zu sein, auch mit den neuen Hinweisen. Was können wir zu dem Fall sagen? Also die Tante kommt ihr morgens entgegen und ist sich sicher, anscheinend, jemanden auf ihrem Beifahrersitz gesehen zu haben. Sie konnte nicht erkennen, wer und auch nicht, ob Mann oder Frau. Da muss man natürlich schauen, ist die Tante sich da sicher gewesen? Hat es diesen Beifahrer gegeben oder nicht? Also auch in dem Artikel von 2015 ist das ja immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Wenn ja, müsste dieser kurze Zeit, nachdem Christine ihre Mutter aus dem Wagen gelassen hat, aufgenommen haben. Nächster Punkt, die Mittagspause. Normalerweise hat immer irgendjemand Christine gesehen, wenn sie Mittagspause gemacht hat, aber an diesem Tag nicht. Okay, kann Zufall sein, muss aber nicht. Laut dem Besitzer des Modehauses hat sie Kleiderbügel mitgenommen. Aber davon war bisher nirgendwo die Rede. Ist diese Info sicher? Oder hat sich der Inhaber da mit dem Tag vertan? Wenn es so war, wo sind sie abgeblieben? Beziehungsweise, warum wurde darüber kein Wort verloren? Dann machen wir mal weiter. Sie war um 18.15 Uhr mit Thorsten verabredet, um ihn abzuholen. Und verlässt dann wohl um 18.10 Uhr den Parkplatz. Also dürfte die Fahrtstrecke dann auch so 5 Minuten betragen haben. Es wurde ja gesagt, es sollten so ungefähr 800 Meter gewesen sein. In diesem Zeitraum müsste dann was passiert sein. Also die Person, die sie dann getötet hat, aufgenommen haben. Aber zweimal in so kurzer Zeit, also auf der Hintour und auf der Rücktour, am Morgen, kurz nachdem sie ihm die Mutter abgesetzt hat, und am Feierabend auf einer Fahrtstrecke von 5 Minuten? Es fiel bei Atemzens Y von Ede dann noch ein interessanter Satz, dass vielleicht der Täter schon in dem Wagen war, als Christine einstieg. Am Parkplatz ist anscheinend niemand aufgefallen oder beobachtet worden. Gehen wir mal folgende Theorie an. Christine hat tatsächlich kurz nach dem Absetzen der Mutter jemanden mitgenommen. Hat sie dieser Person vielleicht das Auto geliehen und es wurde vereinbart, dass diese Person das Auto in der Mittagspause auf dem Parkplatz abstellt und ihr den Schlüssel wiedergibt. Vielleicht war Christine auf diesem Parkplatz und deswegen hat sie niemand in der Mittagspause gesehen. Eventuell brauchte die Person den Wagen dann aber doch noch länger. Das wurde auf dem Parkplatz abgesprochen, Christine ging zur Arbeit zurück und die Person brachte dann den Wagen gegen 18 Uhr zum Parkplatz. Blieb im Wagen sitzen, hat sich vielleicht schon auf den Beifahrersitz gesetzt und die beiden fuhren dann zusammen weg. Und dann muss es zu irgendeiner Situation auf diesem kurzen Weg nach Neckar-Elz gekommen sein. Vielleicht hat die Person Christine auf dem kurzen Weg überwältigt, ist mit ihr in den Eichwald gefahren, hat sie vorher oder danach getötet. Leider gibt es keine Info, ob sie in dem Auto getötet wurde. Dies fällt vermutlich unter Täterwissen. Es gibt auch keine Informationen zu einem eventuellen Sexualdelikt. Und danach hat der Täter das Fahrzeug dann nach Neckar-Elz gefahren und nur 800 Meter von dem Platz entfernt, an dem sie Thorsten abholen sollte. Aus dem Fahrzeug wurden Kuscheltiere und das Schlüsseletui mitgenommen. Aber kein Geld. Aber auch der Teddybär auf der Hutablage wurde mitgenommen. Also müssen diese Tierchen eine Bedeutung für den Täter haben. Also dürfte es sich meiner Meinung nach um eine Beziehungstat handeln. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, warum niemand reagiert hat, als Thorsten mit dem Bus zurückfahren musste, weil Christine nicht abgeholt hat. Ich gehe mal davon aus, dass man lapidar gedacht hat, dass Christine es vergessen hat. So, das war es mit dem Fall. Ich bin mal gespannt, ob ihr andere Theorien habt, was dort passiert sein könnte. Oder vielleicht hat der eine oder andere ja auch weitere Informationen zu dem Fall, weil er aus der Gegend kommt. Ich sage auf jeden Fall einmal danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!